Highlights der Regionalliga West werden Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Jetzt aber zunächst einmal zum Spiel und wir konzentrieren uns auf das, was sich hier auf dem Rasen tut. Die Aachener in den dunklen Trikots. Die Chance für Uerdingen zum 1:0. Riesenmöglichkeit für Uerdingen und da ärgern sie sich und schimpfen. Ja, das war ganz gut kombiniert, bis auf den letzten Pass von Garcia. Der war nicht so optimal und ein tolles Tor für Aachen. Ein klasse Tor. Ein Tor zum Ausschnibbeln. Noch einmal, der Ball kommt rein, dann liegt er quer in Luft. Boah, den musst du erstmal so nehmen. Den musst du erstmal so treffen. Das war ganz stark gemacht. Und das ist der Halbzeitstand. 1:0. Ein schwerer Schock für die Krefelder, die ja eigentlich hier gewinnen müssen. Aber die Uerdinger, das imponiert mir, die geben nicht auf. Die versuchen, die beißen sich hier ins Spiel. Vielleicht ist am Ende dann doch ein Punkt wenigstens schon mal was wert. Kaplan! Und abseits. Abseits hätte nicht erzählt. Der Nachschuss hätte nicht gezählt. Für die Aachener ja ein seltenes Erlebnis. Ich habe mal geguckt, seit 1974 haben die nur zweimal gewonnen gegen Uerdingen. Jetzt die Chance und das Tor beinahe verhindert vom Keeper. Letzter Angriff für Uerdingen. Vielleicht noch der Punkt im Klassenerhaltsspiel. Sie sind sportlich abgestiegen mit diesem Abpfiff. Uerdingen steigt sportlich ab und nun hoffen sie auf all die anderen Möglichkeiten, die noch eintreten können. Die Highlights der Regionalliga West wurden Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn.